Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS19 und ich dachte mir mal, da wir heute gerade wieder zwei neue Mods gekriegt haben, machen wir mal eine kleine Zusammenfassung von den Mods, die wir bis jetzt gekriegt haben. Ja, das wären jetzt die vier, das sind jetzt so die drei Mods, die reingekommen sind. Na gut, mit Schneidwerk sind es vier Mods, das Schneidwerk ist ein extra Mod. Das ist einmal hier der Autoload, naja, Ballenstick eher gesagt für Rundballen. Der ist heute reingekommen, denn gestern haben wir schon den Deutz Agrostar gekriegt. Den 6.61. Dann haben wir unseren kleinen schicken Höhlemann gekriegt. Ideal zum Düngen und sowas. Wow, Pflegebereich von drauf. Günstiger Träger zum Düngen, das gucken wir uns gleich im Shop an. Dann haben wir den großen Käse, den, groß. Aber den Käse, den du halt im LS17 immer als Anfangsdrescher meistens hattest, haben wir gekriegt. Mit dazugehörigen Schneidwerk. Jo, drinnen hat sich nicht so viel verändert. Alte Technik. Auf jeden Fall sind das quasi schon mal so die ersten kleinen Mods aus dem 17er, die wir jetzt schon im 19er gekriegt haben. Den Agrostar zum Beispiel nutzen wir jetzt schon auf unsere Multiplayer-Karte. Und jetzt gehen wir uns das Ganze mal im Shop angucken. Also wir haben hier einmal das kleine Schneidwerk. Kostet 28.000 Euro. 4,30 Meter Arbeitsbreite. Ja, das wäre es so zu dem Schneidwerk. So, dann gehen wir mal auf der Ballentechnik. Wenn wir schon in der Kategorie sind, können wir gleich bei Ballentechnik gucken. Ist hier der Autostick für Autoload, für Ballen gekommen. Du kannst wieder 8 Ballen transportieren. Kostet 39.000 Euro. Ich glaube, wie der funktioniert, das weiß jeder. Finde ich jedenfalls gut, wenn einer wirklich auf Rundball macht. Ja. Und halt nicht mit der Frontlader und mit dem Ballspieß um kann, ist das doch eine gute Möglichkeit. So, dann gehen wir auf Traktoren. Kleine Traktoren oder Kompakttraktoren ist das ja hier. Haben wir hier den Agrostar. Sehr schön. Das ist der in Standard. Kostet der 97.000 Euro. Wenn du den komplett Standard lässt, dann kannst du die Reifen noch auf Nokiaden ändern, also auf Straßenbereifung. Aber wir lassen natürlich, ja, immer die Reifen drauf. Radgewichtet, finde ich cool, kannst du anbauen. Also Reifenkonfiguration hast du hier mehr als im 17er. Breitreifen mit Radgewichten gefällt mir natürlich am besten. Zwillingsbereifung hinten und Pflegebereifung. Dann bin ich jetzt mit Zwillingsreifen, kostet er 100.000. 98.000 mit Breitreifen und Gewichte. 97.000 mit nur Breitreifen, mit Radgewichten 98. Ja, Standard 97 und Pflegebereifung 98.000 Euro. Ist, denke ich mal, ein guter Anfangstrecker, den du nutzen kannst. PS-Zahl hat er ja um 143, also ist schon mal etwas. Was Blöde ist, du kannst halt keinen Frontlader anbauen. Das ist ein bisschen schade. Sonst wäre das nämlich der ideale Trecker am Anfang. Und hier haben wir noch den kleinen Höhlemann. Standardmäßig 45.000 Euro. Radvariante hast du noch. Pflegebereifung. Stolze 90 PS, aber ich sag mal so zum Düngen. Einen sparsameren und einen günstigeren Trecker kannst du gar nicht haben. Gerade wenn du auch schwer oder sowas spielst, ist das, denke ich mal, die beste Variante am Anfang. Und ich muss sagen, mir gefällt der optisch schon mal besser wie jetzt zum Beispiel der Fiat. Also mir gefällt der nicht so. Ich finde den, der ist zwar schön alt, aber ja, ich finde ihn nicht so schick. Aber das ist halt Geschmackssache. Ja, das sind so die. Boah, wir können ja mal hier einmal reingucken, hat sich auch nicht viel geändert. Und im Deutsch, glaube ich, hat sich auch nicht so viel geändert. Ich habe gestern zumindest nichts mitbekommen. Nö. Sehr schön. Ja, das ist jetzt erstmal so die, sind so die ersten Mods, die wir drin haben. Download ist jetzt noch die Estancia La Pacho drin. Ist halt auch die Karte, aber die kennt ja so gut wie jeder, aber. Zur Not, wenn ich so vorstellen soll, könnte es mir ja noch sagen, kann ich es immer noch machen. Ist ja nicht das Problem. Ja, aber damit war es das jetzt erstmal mit dem kurzen Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, der darf mir auch gerne ein Like da lassen oder ein Abo da lassen. Würde ich mich immer mega drüber freuen. Und wir hören uns dann heute Abend im nächsten Livestream. Ciao, ciao.